Jo, liebe Reisemobilfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben uns mal gedacht, heute Dani und ich, wir machen ein paar Lifehacks. Und zwar geht es, drei Punkte möchten wir abarbeiten. Und zwar geht es einmal darum, dass beim Wasserbefüllen oft das Problem auftritt, dass kein Wasser reingeht, weil die Luft nicht entweichen kann. Richtig. Das ist richtig. Mhm. Das kann man ganz leicht selber beheben, ganz schnell. Und wir zeigen uns einfach mal, wie es geht. Und würde ich sagen, filmen wir mal hin und gucken uns das mal an. Und zwar, wir haben das Problem, oder manche haben das Problem, der eine kriegt Wasser rein mit dem Schlauch, ohne Probleme. Der andere braucht Ewigkeiten. Hat einen ganz einfachen Grund. Frischwassereinlass, Entlüftung vom Tank. Jetzt ist da der Fehler, ganz einfach. Bei dem, wo es halt nicht funktioniert, aufschrauben, Schlauch abziehen. Und jetzt haben wir zwei Punkte. Hier einmal die Tankentlüftung. Kann sein, dass die nur durchgestochen ist mit einem Schraubenzieher. Dann habe ich zu wenig Durchlass. Also kann zu wenig Luft entweichen. Genau. Das Loch ist einfach zu klein. Das erweitern, leicht aufbohren. Das ist die eine Fehlerquelle. Dann das zweite, man sieht hier, ist Dichtmasse. Das ist mir gestern aufgefallen. Wenn der Monteur die Dichtmasse hier drauf schmiert und schiebt dann den Schlauch auf die Entlüftung drauf, geht auch ein Teil der Dichtmasse in den Schlauch, und wenn die Dichtmasse aushärtet, habe ich das gleiche Problem. Kann keine Luft entweichen. Genau. Also dann tut man den Schlauch, kriegt man die Masse leicht raus, kann man die rauskratzen oder muss man dann den Schlauch abschneiden? Die ist mir gestern entgegengekommen. Ah, die kann man rausziehen dann? Die ist direkt rausgefallen. So war so ein kleiner Propfen von der Dichtmasse, deshalb habe ich kein Wasser reinbekommen, weil ich prüfe die Autos komplett, weil... Okay, das war eigentlich alles, ne? Genau, das war eigentlich alles. Und dann kann die Luft entweichen und genau. Dann kann man auch Wasser reinfüllen und dann gibt es auch keine Probleme. Ganz genau, es kommt dir nichts entgegen beim Auffüllen, bis der Tank halt voll ist. Wie gesagt, manche Leute haben das Problem, manche nicht. Da hat hier einfach jemand geschlafen bei der Montage bzw. bei der Endabnahme. Okay. Kleines Bauteil, aber große Wirkung. Ja gut, da guckt nicht immer jeder gleich sofort drauf. Richtig, ne? Richtig. Gut, dann haben wir das auch. Und dann gehen wir zum nächsten, würde ich gleich mal sagen. Genau, machen wir das nächste. So, der Dani schraubt übrigens jetzt gleich den Schlauch wieder drauf, weil das Auto geht nachher raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Und nicht, dass dann der Kunde, wo das Fahrzeug abnimmt, plötzlich der Schlauch fehlt und er füllt Wasser rein und das ganze Wasser läuft dann hinten rein. Und deswegen müssen wir das jetzt auch gleich wieder beheben. Und dann geht es weiter schon zum Lifehack Nummer 2. Der zweite Lifehack ist übrigens, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, was ganz Simples, aber wir machen das aus einem einfachen Grund. Weil es da auch schon Anfragen gab, ja. Die Leute waren teilweise, sag ich mal, ein bisschen überfordert mit dieser Kleinigkeit jetzt. Ja. Sag ich jetzt mal. Also jetzt sagen wir, gucken uns das an. Das ist nämlich im Badezimmer. Ganz simple Sache, was mit Duschkopf zu tun. Richtig. Gucken wir nach, auf geht's. Was macht der gute Verkäufer jetzt? Sieht seine Schuhe aus. Oh ja, wieso? Oh, du gehört uns ja nicht mehr. Ach, das ist auch schon verkauft. Ja, natürlich. So, der Dani ist jetzt ohne Schuhe übrigens. Kannst du mir meine Socken zeigen? Die sind ja, dann toll. Muss ich den Gimbal mal so mal runterdrehen. Hat meine Mama gekauft, ich will nichts hören. Aber keine Löcher, das ist wichtig. Nein, deshalb kauft sie Mama. Okay, so. Wir gucken jetzt mal. Und zwar ist hier oben die Duschhalterung. Ja? Und da zeige ich jetzt mal das Problem, was viele hatten. Die haben gesagt, der Duschkopf geht nicht in die Halterung rein. Genau. Jetzt muss ich gucken, dass ich das auch schön filmen kann. Das ist aber wirklich super simpel. Da muss man nicht groß schrauben, man dreht einfach die Halterung in die richtige Position. Jetzt muss man natürlich gucken, dass man das richtig macht, weil es gibt die große Öffnung und die schmale Öffnung. Genau. Und wenn man es richtig rum macht, so, schwuppdiwupp. Das war schon. Das war der ganze Zauber, ja. Also da müsst ihr nicht groß schrauben, wenn ihr also euer neues Fahrzeug bekommt. Kann das sein, dass der falsch steht? Und dann dreht ihr das einfach in die richtige Richtung. Ich sage jetzt mal, bei über 90% zeigt er nach oben und ich kriege meine Brause nicht rein. Bei 90% steht er oben? Mhm. Das ist aber schon viel. Es wird montiert, fertig. Ja, okay, da macht keiner, dann dreht keiner was, ne? Bloß hier festheben, zeig mal hoch mit deinem Heizgimbal. Ja, ich muss immer gucken mit dem Gimbal, weil es ist nicht so einfach, so Schwünge zu machen. Nicht nur hier drehen, weil das mag die Schraube hinten nicht. Also festhalten, ne? Genau, das wollte man dann schön festhalten. Das geht nämlich ein bisschen stramm hier. Genau. Und dann dreht man es einfach in die richtige Position. Genau, wie ich es gerne hätte. Und das war's. Dann würde ich sagen, jetzt kommt der dritte und da müssen wir mit dem Auto, jetzt dreht ihr auf deine Schuhe rum, müssen wir uns in ein Auto setzen, ne? Richtig. Genau. So, während der Dani seine Schuhe anzieht, begeben wir uns jetzt mal Richtung Runner, weil ich stehe natürlich im Weg mit meinem Auto. Wir müssen mit dem Runner nämlich jetzt rausfahren, weil, was wollen wir machen? Komplettes Leergewicht beim Runner. Leergewicht ohne dich, ohne mich, ohne Sprit, ohne Wasser, mit Markise.
Mit Markise, aber ohne Schwenkbad, weil das Schwenkbad hat ein eigenes Gewicht noch. Richtig. Ohne Gasflaschen, ohne nichts. Nichts, nichts. Richtig, richtig nackt, sage ich jetzt. Genau. Lass es 10 Liter Sprit drin sein, mehr nicht. Okay, und dann gucken wir mal, was das für ein Leergewicht hat, weil die Anfrage bekam ich nämlich wirklich schon oft. Was für ein Leergewicht hat ein Runner eigentlich? Wir werden es jetzt rausfinden, direkt live. Wir fahren auf die Waage. Genau. Also würde ich sagen, auf geht's. Jetzt sitze ich im Runner und ich glaube, wir schmeißen da an den Außen, hau einfach ab. Naja, also ich fahre jetzt mit dem Fahrzeug auf die Waage und ich bin froh, dass ich jetzt mal eine Runde fahren kann. Und ich schneide mich auch an und freue mich da jetzt riesig drauf. Sind nur ein paar Meter, aber es ist einfach geil, Leute. Einfach. Auto läuft. Und Handbremse ist ja links. Und wir fahren los Richtung Waage. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hängen bleibe. Ja? Du darfst abarbeiten. Du darfst abarbeiten, genau. Na, ich bin gut versichert. Ganz davon abgesehen. Ich hoffe es für dich. Ja. Ah, das macht schon richtig Spaß, Leute. Ich freue mich so auf mein Auto, das könnt ihr gar nicht glauben. Es macht echt richtig Spaß, wenn nur 5 Meter gefahren und schon voll Bock drauf. Und schon angefixt. So, jetzt steht natürlich ein LKW auf der Waage, aber der Dani kommt mit dem Gimbal nicht, oder? Schau, bin ich noch drauf auf der Kamera? Ich bin schon drauf, krieg das hin. So, jetzt warten wir mal, bis die gewogen haben. 2 LKW sogar. Na, warten wir geschwind. So, dann würde ich sagen, warten wir und wir sehen uns dann, wenn wir auf der Waage stehen. Der Runner steht auf der Waage. Der Dani ist jetzt drin und holt sich das Wiegprotokoll. Und dann sehen wir mal, was so ein Fahrzeug wirklich leer wiegt. Und dann ist die Frage auch mal beantwortet, weil das interessiert mich übrigens auch. Und deswegen, ja, warten wir mal kurz, bis der Dani wieder kommt. Ja, wir sind jetzt wieder zurück. Wir stehen jetzt hier und jetzt sagen wir euch mal, was das Fahrzeug blank mit Markise, das habe ich glaube ich vergessen zu sagen, mit Markise gewogen hat. Ja, Dani, was? Was jetzt? Ich weiß es doch schon. Ich weiß. Muss ich trotzdem fragen. Ja. Wir haben mit 10, 15 Liter Sprit, mit Markise, Leitfahrwerk, normales Bad, keine Tourmalet, eine Hut und sonstiges, 2830 Kilo. Das wären über 600 Kilo Zuladung. 670 Kilo. Genau. Das ist richtig gerechnet. Genau. Ohne Markise sind 2,8 glatt. Also, 700 also 30 Kilo. Kilo ungefähr die. Genau. Okay. Dann haben wir 700 Kilo Zuladung. Und dann kommt dann Wasser dazu und Ding und her. Man muss natürlich wirklich davon ausgehen, wenn man durch eine Familie reist, wird es eng. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du aber guckst, dann wiegt der Runner 50 Kilo mehr wieder Celebration. Ja, gut, das ist dem langen Fahrzeug geschuldet. Genau, 50 Kilo. Und es geht eigentlich, ich muss ganz sagen, es geht eigentlich jetzt mal um mich. Und wenn ich eine reine Zuladung habe, wenn ich habe jetzt schon mal so durchgerechnet im Kopf, wenn ich Wasser drin habe, wenn ich der Dieseltank voll ist, ein Schwenkbad drin. Und wenn ich alles zusammenrechne, komme ich immer noch auf gute 300 Kilo reine Zuladung. Reine Zuladung, da habe ich aber mich schon abgezogen. Mhm. Ja? Also da kann ich 300 Kilo Klimbim da hinten reinpacken. Ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Wie soll ich auf 300 Kilo kommen? Das schaffst du gar nicht. Schaffe ich gar nicht. Ne? Jetzt sind wir noch beim anderen Thema. Kannst du drauf? Ah ja. Ja, halt's mal in die Kamera. Vielleicht seht ihr das. Schauen wir mal. Wenn jetzt streitst, schneid's raus. Genau. Genau. So ist es. Wir gehen jetzt damit nochmal hinter, weil da war nämlich noch ein Thema, das haben wir jetzt gedacht, das zeige ich jetzt auch noch. Und zwar ging es darum, weil ich mir das niedrige Bett mir bestellt. Und da wurde mir immer gesagt, Dirk, du hast zu wenig Stauraum, bestell dir das hohe Bett, welchen Stauraum. Und du kriegst Probleme und du kriegst Probleme. Und das Einzige, was ich hinten reinpacken will, Großes hinten reinpacken will, ist Tisch und Stuhl. Und jetzt gucken wir mal, wo man den Tisch unterbringt. Heben wir das Bett hoch. Wie ihr seht, der Tisch, der reicht von der Größe her. Für mich, der passt ganz, ganz entspannt unter das Bett, genau. Unter dem Rost. Und den hole ich ja nicht am Dach dreimal raus. Deswegen kann man den da unten reinpacken und der ist aufgeräumt. Genau. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar sind es von 3Dock 2 Stühle, die ich mir auch kaufen werde. Da kostet einer, glaube ich, so wie ich gerade um die 50. Um die 50 Euro, ja. Jetzt haben wir 2 Stühle da reingepackt. Das magische Maßband ist auch dabei. Heute ein anderes. Ich habe mal gewechselt. Was gewechselt? Ich habe 2. Ich habe großes, weißes und ein kleines rotes. Heute kommt das kleine rote mal richtig. Zum Einsatz. Das andere hat mal Urlaub. Das genau. Schafft uns zu viel. Es läuft heiß. Genau. Haben wir 1,10 Meter bis zur Schottwand, ne? Genau. Ja. So, da haben wir 2 bequeme Stühle. Wir können es auch dann nochmal auspacken, dann kann ich mich mal reinsetzen. Genau. Ja, und dann seht ihr mal, dass es auch gute Stühle sind, aber die passen hier locker rein. Und der Dani packt dann aus. Wie Weihnachten. Wie Weihnachten, gell? Wie Weihnachten. Und dann werde ich mich da mal reinsetzen.
Müssen wir aber, glaube ich, vorm Runner machen. Hier wird kein Platz sein, oder? Auf jeden Fall ist er ziemlich leicht aufgebaut. Und der Daniel holt bestimmt gleich noch eine Flasche Bier und dann setzen wir uns in Gedenkreis. Das habe ich auch noch hier. Ist auch noch da, gell? So, setze ich mich mal rein. Ja, jetzt gucken wir mal, ob der Stuhl auch was taugt, wenn ich dann auf Reisen gehe, zum Nordkap und alles. Und ich will mich dann irgendwo mal in den Stuhl setzen. Und ich möchte natürlich nicht, dass ich zusammenkrache. Und ich muss sagen, der Stuhl ist wirklich bequem. 50 Euro. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, Leute. Ihr müsst jetzt keinen Stuhl für 3 Dog kaufen. Gib mir mal. Ja. Ich zeig mal auch, warum 3 Dog. Weil ich habe hier was stehen. So. Tja, solange der Dirk auf sein Auto warten muss, darf er mal ganz unten wieder anfangen. Ganz bei den Basics. Ja, schauen wir mal. Lass es weiter besser werden. ganz ungeschoren kommen schon nicht davon. Ja, genau. Also den 3-Dog-Anhänger, das Zelt will ich ja noch testen, aber da muss es echt warm werden nachts. Deshalb passen der Stühle dazu. Ja, genau. Ja. Drin schaut er auch super aus, aber da mache ich eh mal ein extra Video. Also die Stühle, die sind super bequem, die werde ich mir kaufen, wenn mein Fahrzeug da ist und die passen rein. Ich werde hinten aber noch einen Auszug reinbauen mit einer Eurobox. Das kommt aber alles dann, wenn das Auto da ist. Ich würde sagen, das war's jetzt, ne? Das war's mit unserer. Ich habe mir überlegt, ein neues Format zu machen. Wir können eigentlich die Videos, wenn wir beide machen, eigentlich die Doppel-D Show nennen. Dumm und dümmer. Dick und doof. Ja, die Doppel-D Show. Also Doppel-D. Doppel-D. Ja. Verstehst du den Wortwitz? Ja, ich verstehe schon. Aber ja. Geht auch nicht dick und doof, dumm und dümmer. Ne? Geht auch dumm und dümmer oder dick und doof? Ich würde sagen, das war's jetzt auf jeden Fall. Und lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch weitere solche Lifehacks sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, Leute. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.